Hoffenheim hat Anstoß. Diadier Samaseku. Roberts Kopf. Ryan Sessegnon. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Macht er gut. Hereingabe in die Mitte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Was traust du Andrej Kramaric im heutigen Spiel zu? Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1:0 in Führung. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Na, das ist keine Anstrengung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Kramaric. Dabur. Andrej Kramaric. Super dazwischen gegangen. Höfler. Gulde. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Hat der Keeper keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vielversprechender Angriff, aber da kommt... Schöner Versuch. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Ryan Sessegnon. Rudi. Diadier Samaseku. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Muss Einwurf geben. Akpoguma. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Griffo. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jetzt vielleicht. Sie leben noch. Das war der Abschlusstreffer. Geht noch was. Gibt es bei allen Verordneten auf der Geschäftsstelle. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit.
2-1, hier ist noch alles drin. Diadier Samaseku. Robert Skov. Dabur. Ein Pass mit viel Auge. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Vorne jetzt die Balleroberung. Fairer Einsatz hier. Jetzt ist der Platz da. Die Riesenchance. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Auf außen ist Platz. Hereingabe in die Mitte. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt in die Mitte. Diadier Samaseku. Guter Pass jetzt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kevin Vogt. Kramaric. Robert Skov. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ecke kommt ins Zentrum. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt in den 16er. Und die Situation ist wieder bereinigt. Griffo. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Robert Skov. Ryan Sessegnon. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Sein Tor im ersten Durchgang reicht ihm bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Er schirmt den Ball ab. Schirmt den Ball gut ab. Vincenzo Grifo. Jetzt ist die Kugel weg. Robert Skov. Ballbesitz bei Kramaric. Super Pass. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. So, das gucken wir uns natürlich noch mal an. War das wirklich abseits? Ganz, ganz schwer zu entscheiden. Erklärt hier mit dem Kopf, das gibt Einwurf. Guma. Die Gelegenheit für die Flanke. Da passt er auf. Ball geklärt. Flanke jetzt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg.
Und da verlieren sie den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, guter Pass. Und da ist der Ball wieder weg. Dabur. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Oh, da ist er durch. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Weiter die hauchdünne Führung, weil sie diese Chance nicht nutzen. Anders ausgedrückt, weil das Alu im Weg steht. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Kramaric. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Kann er was draus machen? Da kommt der Schuss. Ein guter Block hier. Ball ist wieder weg. Ballverlust. Diadier Samaseku. Ryan Sessegnon. Dabur. Andrej Kramaric. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Heute ist da. Kein Problem bei diesem Freistoß. Die Gäste werden wechseln. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Super Tackling. Pass auf außen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Es geht mit dem Abschluss weiter. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Nils Petersen. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ballbesitz verloren. Rudi. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ballverlust. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Rudi. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Und jetzt gehen sie über die Flügel. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Nachspielzeit 1 Minute. Ah, Tick zu weit.
Damit ist dieses Derby nun beendet. Die Gastgeber haben sich den Sieg geholt. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.